Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge sind wir hier an, was auch immer das für ein Ding ist, was irgendwie die Aufzeichnungen von Sophie irgendwie, glaube ich, nicht von Sophie, von Versuchsobjekten gespeichert hat, anzeigt. Und ja, wir haben herausgefunden, dass Sophie vor 7 Jahren Espel, Sharia und Hubert gerettet hat mit ihrer Partikelauflösung, was sie beinahe getötet hätte. Und ja, wir suchen immer noch, mein Gott, schon wieder ins Mikro gekommen. Tut mir leid. Wir sind immer noch auf der Suche hier nach irgendwas, was Sophie retten kann. Ein goldener Zweig, geil. Ja, ich glaube, ich bin hier unten schon richtig. Okay, da haben wir eine Batterie. Nur uns mal wieder. Ich glaube, das war nicht richtig. Verdammt. Oder? Nein, das war nicht. Brot! E1. Man muss aber nicht dahin teleportieren können, von wo wir gekommen sind, irgendwie. Das ist schon irgendwie komisch. So, dann holen wir uns das letzte Ding noch. Also wir können einen Aufzug noch aktivieren. Da habe ich alles nur Shortcuts, was wir hier aktivieren. Eigentlich müssen wir ja nicht aktivieren. Aber wir müssen erst zu U2 und dann müssen wir zu U2 Süd und dann können wir, glaube ich, steigen. Ich weiß nicht. U3 Süd. Ja, okay, so auch. Kann's auch gehen. Dann müssen wir jetzt wieder. Glaube ich. Bin ich ja richtig? Nee. Bah. Kommt ihr näher. Bams. So, wir haben immer noch Probleme, irgendwie Titan hier aufzuleveln. Weil voll wenig FP kriegen auf unserem Grund. Warum? Aua! 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 Verdammt. Ich würde den Angriff nicht die ganze Zeit spammen, wenn hier weniger Leute wären, die nur gegen Feuer anfällig sind. Au. Der Grimm. Los, Sharia, lern Indignation, auch wenn der Zauber hier Entrüstung heißt. Ich werde ihn Indignation nennen. Hallo? You need to study up on the basics. Ist ja selbstverständlich, oder? Da kommt davon, wenn man alles so direkt ins Deutsche übersetzt. Ich weiß mal nicht, ob Indignation wirklich irgendwie Entrüstung heißt, aber ich nehme mal an. Hier ist wieder was Neues. Oh, wie haben wir denn? Okay, so viel haben wir gar nicht verbraucht. Irgendwie kommt mir hier alles nicht bekannt vor. Okay, wo zum Teufel bin ich? Ich gehe nochmal zurück, wo wir die Cutscene hatten letztens. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob da noch was war, was wir hätten einsammeln können. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich bin. Wo bin ich? Wo bin ich? Verdammter Dreck. Zack. Wow. Und wenn ich froh, wenn Ferien sind, dann kann ich viel besser, viel länger aufnehmen. Wir haben es am Wochenende, aber egal. Also noch ein paar Wochen. Dann habe ich Zeit. Und dann kommt ja schon wieder Xillia 2 raus.
Und da würde ich jetzt schon mal fragen, falls irgendjemand darauf antwortet. Spricht man das Spiel Xillia oder Exilia aus? Weil ich höre irgendwie jeden anderen das Spiel Exilia aussprechen. Ich denke mir mal, die Japaner würden irgendwie sagen auch irgendwie Teres auf Xillia oder irgendwie sowas. Und auch nicht Exilia, oder? Aber bevor ich irgendwie ein ganzes Projekt lang das Spiel falsch ausspreche, möchte ich das doch mal gerne hier herausfinden. Aber da werde ich sowieso nochmal nachfragen, wenn ich das Projekt beginne. Ich hoffe, ich bin bis dahin mit dem Projekt endlich mal fertig. So, und jetzt würde ich gerne mal wissen, wenn das hier natürlich wieder so lange dauert, dann bin ich sowieso nie fertig, wo ich hin muss. So, geh mal. Boah, ich habe keine Ahnung. U2. Boah, ich weiß es nicht. Ich gehe einfach wieder den gleichen Weg zurück, so normal. Fuck. Ich habe mich vollkommen verirrt jetzt. Wieso U3 Süd? Wieso kann ich mich nicht mehr zu U2 Süd hier teleportieren? Was ist die Switchkraft? Oder sind wir hier? Also leck mich doch. Boah, was wird. Ich war die ganze Zeit schon hier. Ich war erst U2? Ehrlich? Ja, gehen wir hier rein. Eine Batterie habe ich dort. Kann ich noch verballern. Hui. Eine elegante Feder. Ist elegant. Jedes von diesen Objekten hier einen eigenen Raum bekommt und das war's auch schon. Eine elegante Feder, Mann. Ja, ich muss was töten. Insekt wirken langsam. Gibt's doch nicht. Doch hier, Mondlichtkreis. Oh fuck. Ah. Einfach drehen. Ja. So, wann könnt ihr vergiften? Wo ist die Switchkraft? Why do I say this? Why do I speak English now? It does make no sense. Dingens. What? Alter. Better, but you still got a ways to go. There, you see Hubert? He's talking to you. That was directed at the both of you. Wie Malek. Ich bin halt so geil, wie Malek immer einfach nur aus dem Bildschirm so rausguckt. Ey. Nicht nur bei dem, es geht auch irgendwie. Er guckt manchmal einfach irgendwie so sinnlos in die Kamera. Was guckst du denn so blöd? Oh. Weiter geht's. So, hier sind wir richtig. Müssen wir. Hier ist pink. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwo gewesen zu sein, wo es pink war. Ja. Hier war ich schon. Eine Batterie habe ich noch. Ah. Diesmal gehe ich nach oben. Okay. Brot. Okay, Schatz. Jo, nein, okay. Rühren wir weitere Alien-Technologie an, von dem wir nicht wissen, wie sie funktioniert, aber irgendwie funktioniert sie trotzdem. Das ist bitte eine Sackgasse. Nö, war ein Aufzug. So, das war der letzte Aufzug. Dann müsste da unten irgendwo eine Sackgasse sein. Nein. Guck mal. Die Musik, die macht mich so kirre. Ja, hi. Nebelfußkette. Ich muss mal einfach mal so viel damit aus.
Dies war jetzt voll Banane und im Eimer, aber was soll es hier, eine Fußkette? Auf der Welt oder nicht? Oder noch was? Das ist eine Sackgasse, okay. Warte mal hier, eine Entdeckung, natürlich. Talo X. Ja. Nichts als Gerümpel. What's this? That's Talo X. I can't believe it's still here after all this time. Is this a humanoid as well? No, this is merely old junk. Hey, you're hiding something. Come on, spit it out. This is the first android I ever built. Back when I was just getting started at the Institute. I never thought I'd see it again. This brings back memories. Really, Cornell should have just thrown it out. Sounds like everyone has something they're embarrassed about. Right, Tiger Festival? Ja. Okay, der Name, der wird jetzt hier stecken bleiben bei Richard. Ich werde ihn jetzt Tiger Party nennen, so wie ich Malik Melly nenne. Super. Und wir alle hier laufen alle irgendwie mit den sinnlosen, komischen, verrückten, bekloppten Namen um. So muss das. Ja, ich glaube, da müssen wir gleich auch mal da sein. Weil Batterien gibt es keine mehr zu finden und ja. Was? Sonst wüsste ich nicht, wo noch was sein könnte. Ja, ich muss mich auf den Kopf kratzen. Der Bastard. Der hat mich auf den Kopf gekratzt. Jo. Spam. Wie oft habe ich ihn jetzt eigentlich schon eingesetzt? 408 Mal. Okay. Kann noch ein bisschen dauern. Warte mal. Die habe ich. Mondlichtkreis. Hallo. Jo. Seid ihr überhaupt anfällig? Nee, seid ihr anfällig gegen Arzt. Und direkt mich setzt die ganze Zeit das hier ein. Ich sag das doch gleich! Und ich Drachenansturm, ja. Ah! Mein Gott, warum können die mich so weit wegkicken? Soll ich irgendwie so ein Flummi? Könnte mit Hubert machen, aber nicht mit mir. Beinahe tot, hallo? Vitalität, Vitali. Vitalität. Bin ich richtig, ja. Wenn wir dann Aussetzer, wie immer. Uf, ihr Süd. Nächstes Mal sind wir richtig. Ich weiß es, ich hab's im Blut. Boink. Okay. Humanoidenlabor, Uf, hier. So, wir sind beinahe am... Ende. Oh, da ist ein Speicherpunkt, perfekt, okay, dann nehme ich dich noch mit. Dich nehme ich noch mit. Auch wenn ich untergehe, ich nehme dich noch mit. Wutsch. Wutsch. Grabklinge, jawohl, er trifft immer. Er trifft immer geile Dinge. So, ich will mal dich hier. Hey, komm her. Komm her, du Stück, du. Wow. Ich sehe kurz seinen Spaß. Irgendwie setzt immer nur sinnlos den Angriff ein. So. Okay. Skit. Natürlich Skit. Über die Entstehung der Amazianer. What is it, Pascal? You sound like an owl. It's these machines. They're a bit different from the ones I'm familiar with. But once I fiddle around with them, they seem simple enough. Fascinating. Adaptation is the hallmark of an exceptional engineer. Emerald, if you don't mind me asking, who are the Amarcians? If you are so curious to ask, they were a group of engineers who maintained the technologies of Fodra. I myself used to be counted among their number. Wait, you're an Amarcian as well? If that's the case, is it possible that you and Pascal are distant relatives? Relatives? No. I fear you have misunderstood me.
Amarcia was just the name for a coalition of research engineers. Though bonds were strong, none shared any blood ties. What? We're not all in the same family? That means I have to return the money I borrowed from Poisson. Don't borrow money what? From children. Aber die haben doch alle die gleichen Haare. Weiß und rot. Oder pink in einigen Ausnahmen. Das macht doch keinen Sinn. Aber was jetzt Sinn macht, ist... Gott, das war schlecht. Ich beende den Part jetzt einfach mal und verbirge meine Schande. Bis zum nächsten Mal. Ciao.